Mit Ramazama durch die Gamerwelt. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Tom Thompson hier bei Let's Play Today. Ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Ich wollte die letzte Folge Final Fantasy 15 mit Facecam aufnehmen und das Programm hat in der Mitte angefangen zu spacken, da ich vergessen habe, das Aufnahmeprogramm vom PC auf PS4 umzustellen. Die erste Hälfte lief flüssig. Und die letzten 5 Minuten auch, aber mittendrin hat es dann angefangen zu hakeln und deswegen kann ich die Folge leider nicht bringen. Es tut mir leid, ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Verständnis für. Sowas kann natürlich mal passieren. Sollte nicht, aber kann mal. So, und ihr seht, ich bin hier. Wir haben gesehen, dass das Königreich untergegangen ist, dass der König gestorben ist in der Folge. Und ja, ich finde es ärgerlich, dass die Folge jetzt fehlt. Also es ist echt ärgerlich. Aber wir machen jetzt hier an dieser Stelle weiter. Sollte alles klappen diesmal. Ich habe auch die Facecam ausgelassen. Ich habe es umgestellt auf PS4. Sollte alles klappen. Ihr habt doch einen Wagen, oder nicht? Ja. Könntet ihr vielleicht damit was für mich besorgen? Ausgerechnet wir? Naja, Sid meinte... Ja? Dass ich euch ruhig etwas einspannen soll, weil ihr hier erstmal festsitzt. Stimmt schon. Das ist eine gute Chance, die Gegend kennenzulernen. Wenn ihr ablehnt, ist das kein Weltuntergang. Aber wenn ihr mir helfen könntet, wäre das schön. So, okay. Hätten wir das? Ich möchte noch den Auftrag annehmen. Hey, wie ist die Lage? Wollt ihr was essen? Unsere Jagdziele. Weiß das zu schätzen. Passt auf euch auf. Geht's hin? Ist wohl eine weitere Lektion des Alten, was? Sid lässt echt nicht locker. Er meint es ja nur gut. Er hat sicher keine Lust auf einen stinkfaulen König. Im Dunkeln fahren ist gefährlich. Schlafen wir irgendwo? Nee, können wir nicht machen, weil... wir müssen dahin, Ignis. Kein Problem, bin auch fit. Von mir aus. Aber fahr bitte vorsichtig. Ich habe mal den Fernseher ein bisschen leiser gemacht. Nicht, dass es wieder, bin zurzeit ein bisschen unachtsam, was das betrifft. So. Fahren wir da mal hin. Hoffen, dass mir unterwegs keine extremeren Gegner treffen. Aber eigentlich ist das Quatsch, was ich gerade hier mache. Oder? Na gut, so können wir ein bisschen Weg sparen. Ich hätte auch hinlaufen können. Was geht denn hier ab? So, jetzt haben wir ein Problem. Sicher? Auf der Straße? Was? Echt jetzt? Eins weiß ich, wir steigen besser nicht aus. Machen wir, dass wir wegkommen. Ich habe ein mieses Gefühl. Ich meine, den könnte ich platt machen. Ich habe auch ein Problem mit dem komischen Feuerball da drüben. Oh. Die sind eklig. Auch wenn wir jetzt Level 9 sind. Ich glaube, der sollte Level 30 sein. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein, den zu besiegen. Hey, habt ihr das auch gehört? Ja, ich weiß, wo der liegt. Aber wir haben jetzt erstmal hier zu tun. Wir machen erstmal das hier. Bäh.
kein Fan von dir, Glibber. So, Überraschungskombo. Komm, so macht es Melanie mit. Überraschungsangriff. Ja, geht sofort los, warte. Wir müssen erstmal kurz. Nee. Ach du Scheiße, ich habe keine Tränke mehr. Nicht gut. Na okay, jetzt am Anfang brauchen wir eh bloß die Tränke. Passt schon. So, Moment. Ach du Scheiße. Keine Heiltränke mehr. Ich hab ja gar nichts mit. Ich hab gar nicht vorher geguckt. Das ist sehr schlecht. Bin gleich bei dir. Vielen Dank. Kein Thema. Sollten wir eventuell trotzdem schaffen. Haben uns wohl etwas übernommen. Jemand eine Idee? Ignis! Bitte lügen! Wie neu! So, Überraschungsangriff versuchen. Ja. Ja, das läuft. So, wir müssen wieder hinter denen kommen. Wir können uns ja Zeit lassen, das ist ja egal. So, zack, Überraschungskombo. So langsam geht er auf dem Zahnfleisch. Beenden wir es! Zeigt keine Gnade. Perfekt. Vorsicht! Noch! Ja, viele denken, dass man das nicht timen kann. Ich gebe jedenfalls mit den Überraschungsangriffen. Hä, wo ist denn der jetzt hin? Es gibt nur noch zwei Optionen. Töten oder getötet werden. Aber man kann es timen, indem man einfach dahinter geht. Seht ihr das? Ignis sieht nicht besonders fit aus. So, wieder. Es muss natürlich noch ein zweiter dahinter stehen, glaube ich. Damit so eine Überraschungskombo funktioniert. Wo ist denn jetzt hin? Hallo? Da unten. Was macht denn der da unten? Mal eine finale Attacke. Sollte der eigentlich gut sein. Du bist raus. Super. Das war knapp. Das war hart. Geschafft ist geschafft. Hätten wir das geschafft. Ja, nachts ist das Reisen sehr gefährlich. Ich weiß das natürlich. Dann gehen wir mal den Typen noch schnell retten da drüben. Wenn wir schon einmal hier sind, dann können wir den gleich mitnehmen. Aber wartet mal. Ups. Regeneriert die aktuellen LP schrittweise. Würde ich sagen, gib mir das mal Ignis. Über dir. Ja, ist jetzt nicht so mega. Nützt ja nichts. Falls wir nämlich jetzt nochmal auf irgendjemanden treffen, auf irgendwelche Sicher. Beziehungsweise wenn ich so einen Stahlgiganten alleine treffe, werde ich versuchen, den Blatt zu machen. Aber dann in der Zukunft mal. Nicht jetzt, weil wir haben keine Heilung mit. Hey, ich brauche Hilfe! Da ruft jemand um Hilfe!
Braucht wohl Hilfe. Ach so, ich habe ja keine Heilung. Ja, stimmt, da war ja was. Oh nein. So, mal gucken. Wir sollten das eigentlich schaffen. So schwer ist das. Schön harter Kampf. Danke. Die Deckung und erhol dich. Ich konnte. Oh Gott. Fuck. Von hinten an.
Fuck, Alter. Das schaffen wir auf jeden Fall nicht. Probieren wir gleich nochmal. Pass auf, ich gehe mir jetzt Zeug holen. Tränke und so einen Scheiß. Und dann probieren wir die ganze Sache einfach nochmal. Weil ihr habt ja gesehen, ich kann das. Den zu besiegen jetzt ist eigentlich kein Problem, selbst mit Level 9. Man muss es nur richtig machen. Die Überreichungsangriffe richtig timen. Die anderen Angriffe, diese Partnerangriffe musst du richtig timen. Und dann kommst du locker mit den Viechern klar. So, okay, dann bringe ich den Auftrag weg. Oh, was darf's heute sein? Beeindruckend. So. Falls ihr Fragen habt, schießt los. Ernährt euch abwechslungsreich. Oh, du bist der Freund von Sid. Was darf's denn heute sein? Wenn der Magen knurrt, wisst ihr Bescheid. Nett, dass du mal wieder reinschaust. Besten Dank! Man sieht sich! So. Hätten wir das? Geh ich mal meine Karre holen. Kann gut möglich sein, dass wir jetzt nochmal auf so einen Giganten treffen. Ich weiß es aber nicht. Kann gut möglich sein. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt als nächstes machen sollen. Vielleicht einfach mal ins nächste Dorf fahren. Und da neue Aufträge besorgen. Würde ich sagen. Ich habe ja gesagt, ich möchte alle Aufträge machen. Also machen wir das mal.
Danke. Vielen Dank. Jeden Tag eine gute Tat. Ja, so. Hätten wir den Typen auf jeden Fall gerettet. Haben wir nochmal 500 Gil bekommen. Ich brauche unbedingt diese super Elixiere, ey. Oder wenigstens erstmal Elixiere. Das ist ja relativ, aber super Elixier ist besser. So. Okay, steig mal ein. Die Karre sieht aus, Alter. So, warte mal, wo ist denn hier so eine Stadt? Das ist die nächste Stadt und da unten ist eine Stadt. Würde ich sagen, machen wir erstmal da noch die Aufträge. Und ich könnte nebenbei mal auf Twitch gucken, was die da geschrieben haben. Noct? Es wird so nur gekauft, was wir auch brauchen. Hä? Ist ja gut, Mann. Mach dich mal locker. Das sagst du so leicht. Alles klar, ich bin jetzt, okay, ich bin hier. Da wollte ich natürlich nicht hin. Hä? Habe ich nicht das angeklickt? Klar habe ich das angeklickt. Was ist denn los? Ach so, ja. Gut, ich hab's verstanden. Und was ist das da? Wir machen erstmal dahin. Ich habe auf jeden Fall voll Bock heute. Ich glaube, ich werde die Folge für Freitag gleich mit aufnehmen. Nee. Doch. Nee, Freitag? Nee, Sonntag. Sonntag. So. Jetzt sind wir richtig. Ja, ich spare die Experience auf jeden Fall. Ist schon mal, steht schon mal fest. So, warte mal, ich nehme mir gleich noch ein Elixier mit. Oh, hallo. Wenn wir immer hier sind. Vielen lieben Dank. Schau mal wieder rein. Ach so, und schönen guten Morgen. Gucken gleich mal. Hier, das hier kann weg. Vielen lieben Dank. Mal Titanreif bringt voll viel Kohle, kann ich aber leider nicht verkaufen. So, das verkaufe ich erstmal. Alles was unter 100 ist, behalte ich. So, da kann man noch 3 Elixiere mitnehmen. So. Bis bald. Tschüssi. Haust rein, meiner. Willkommen im Krähennest. Hungrig so vom Jagen? Ich bin ganz Ohr. So, LP Maximum 300. So. Alle okay. Schwere Brocken. Machen wir das. Vielen Dank. Wieder so nackt, ach, nacktaktiver. Nachtaktiver. Ah, ist wir kein Problem. Auf euch. So. Es erinnert mich an meine Kindheit. Ja,
Wie weit ist denn das weg? 500 Meter? Ich laufe diesmal. Oder? Ja, ich laufe. Weil, wenn welche kommen, Monster, dann komme ich mit dem Auto auch bloß nicht weiter. Also daher. So, wir haben noch 4 Minuten. Also ich werde den Auftrag noch abschließen und werde danach die Folge beenden. Ja, ich weiß, da drüben sind so eine besonderen Gegenstände. Ich nehme es mal mit. Weil ich jetzt einmal hier bin. Sternenanhänger. Ach so, genau. Wartet mal. Ausrüstung. Noctis. Accessoires. Ja, das Granatarmband bringt mir auf jeden Fall übelst viel. So, Gladiolus hat was. Ignis hat was. Und Prompto hat auch was. Okay, dann gucken wir mal. Bei ihm. Okay, bringt uns der Sternenanhänger nicht wirklich was. Ist relativ dunkel. Ich hoffe, wir sind auf dem richtigen Holzweg. Nicht, dass wir jetzt von der falschen Seite kommen und dann außen rumlaufen müssen. Ich hoffe es nicht. Aber es sieht gut aus. Ja, diese scheiß Goblins, Alter. Die Goblins sind richtig eklige Gegner. Gerade wenn die ein höheres Level haben. Bei denen hier möchte das jetzt gehen. Oder mag es gehen. Guck mal, hier ist wieder was. Nehme ich auch wieder mit. Super Elixier. Ja, wunderbar. Ja, die Goblins, wenn die ein höheres Level haben, sind die schon richtig eklige Gegner, weil das relativ viele sind. Übelste Viecher, Alter. Das sind so viele auf einem Haufen. Haben wir das erledigt? Wunderbar. Ich laufe noch zurück, hole noch meine Belohnung ab und dann werde ich die Folge beenden. Sollte machbar sein.
So weit ist es nicht. Ich wollte eigentlich gerade noch was gucken. Wartet mal. Genau, Fertigkeiten. So, Kampf. So, wir haben noch 23. Was haben wir hier? Ja, wir müssen noch das zuerst aufbauen. So, Kommandos. Was haben wir hier? Team. Hier können wir noch was. So. Hätten wir das? Noch schnell zurücklaufen. Ja, die Folge wird 2-3 Minuten länger. Aber das ist in Ordnung. Können wir mal machen. So, gleich da. Noch 150 Meter. Ich glaube, ich bin einer von den wenigen... Was ist denn das? Was ist es? Was hast du, Ignis? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Da bin ich aber gespannt. Okay. Auch gut. Was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Ja, dann werde ich jetzt gleich noch die nächste Folge für Freitag aufnehmen. Ne, für Sonntag. Warum auch nicht? Macht gerade Spaß. So. Willkommen. Gib mal die Mission noch ab. Alles noch dran? Nehmen wir die nächste Mission noch an. Was darf sein? So. Ist etwas für euch dabei? Ja, für mich ist immer was dabei. Ich mach alles platt, ist mir egal was. Hier ist die Speisekarte. So, was kostet das hier? 1400 Gil, Alter. Aber das können wir ja mal essen. Gerne. Kommt sofort, der Herr. So, der schreibt sich gleich auf, das ist auch gut. Manche Rezepte schreibt er sich nicht auf. Entweder liegt es am Level oder er kann es einfach nicht. Weil er ein Scheißkoch ist. So, dann war es das auch schon für die Folge. Haben wir alles, wir haben einen neuen Job angenommen. Und können dann in der nächsten Folge die nächsten Viecher erledigen gehen. Ich hoffe, euch hat die Folge soweit Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.